Egal ob auf Twitter oder in den Kommentaren, ich werde immer wieder gefragt, welches meine Top-Projekte sind und in welche Projekte ich persönlich investiere. Wer meine Videos bisher geschaut hat, wird die meisten wiedererkennen. Du wirst erfahren, warum ich diesen Coin halte und was mein Ziel ist. Bitte denk immer dran, dich selbst genügend zu informieren, bevor du in Kryptowährungen investierst. Dieses Video stellt keine Anlageberatung dar. Bevor wir uns das Portfolio ansehen, ist es wichtig zu verstehen, warum ich es so aufgebaut habe und welches Ziel ich damit verfolge. Als ich Krypto Ende 2020 für mich entdeckt habe, habe ich viele Dinge gar nicht gewusst. Zum Beispiel, ob wir uns gerade im Bullenmarkt befinden oder im Bärenmarkt, wann eine gute Kaufgelegenheit ist zum Nachkaufen und so weiter. Der Markt war im Aufschwung und egal wo man hinsah, gingen die Kurse durch die Decke. Ich habe also angefangen zu kaufen, zu kaufen, zu kaufen und in dem Fall rein emotional und weniger rational. Totale FOMO. Erst nach meinen ersten Investitionen habe ich angefangen, mich mit dem Markt, der ganzen Strategie und meinen persönlich finanziellen Zielen noch intensiver zu beschäftigen. Seit dem ersten Tag bis heute habe ich so vieles gelernt und täglich lerne ich weiter dazu. Die folgenden 8 Tipps möchte ich dir auf den Weg geben. Tipp 1. Lerne zu verstehen, welcher Investor du bist. Zum Beispiel, bist du eher risikoaffin oder bist du eher sicherheitsorientiert? Kannst du ruhig schlafen, wenn du mal keine so gute Entscheidung getroffen hast? Damit du das besser herausfinden kannst, habe ich dir ein Video in den Kommentaren angepinnt. Hier geht es um die 4 Investorentypen. Vielleicht erkennst du dich bei einem dieser 4 Typen an der einen oder anderen Stelle wieder. Tipp 2. Informiere dich über das Projekt, in welches du investieren möchtest. Lerne so viel, wie du kannst über das Projekt. Passt das Projekt auch zu dir? Ich meine damit, interessiert dich das Thema? Als Beispiel, auch wenn mich die Anwendung von Krypto im Gaming-Sektor total fasziniert, investiere ich kaum etwas in den Gaming-Sektor, weil ich mich damit am wenigsten auskenne. Mich interessieren dagegen branchenübergreifende Themen wie zum Beispiel Interoperabilität. Daher habe ich in dem Fall auch Quant als Projekt in mein Portfolio gepackt. Tipp 3. Habe eine Strategie. Was möchtest du damit erreichen? Was ist dein Ziel? Soll es eine längerfristige Investition sein? Ist eine konkrete Summe geplant, die du verfolgst? Je genauer du diese Ziele definierst, desto leichter wird es dir fallen, bei deinem Plan zu bleiben. Tipp 4. Emotionen. Kaufe und verkaufe nicht aus Emotionen, nur weil die Kurse steigen oder fallen. Lerne, mit deinen Emotionen umzugehen und nimm dir Zeit, in Ruhe darüber nachzudenken. Tipp 5. Setz nicht nur auf einen Coin, sondern diversifiziere dein Portfolio, um das Risiko zu streuen. Siehe nochmal das Beispiel Terra Luna und FTX. Aus meiner Sicht ist es schwierig vorherzusagen, wer sich am Ende durchsetzen wird. All in nur ein Projekt zu gehen, das erhöht das Risiko und zu viele Faktoren sind noch ungewiss in diesem Bereich. Tipp 6. Tausche nicht hin und her. Du bist gerade im Verlust, aber Dogecoin pumpt gerade nur, weil Elon Musk irgendwas gepostet hat. Morgen pumpt wieder was anderes. Dafür gibt es ein Sprichwort, was ich auf Twitter gelesen habe. Hin und her macht Taschen leer. Und da ist was Wahres dran. Tipp 7. Investiere nicht auf Kredit oder Schulden. Das kann böse enden. Investiere nur Kapital, welches du selbst hast und auch entbehren kannst. Und Tipp 8. Dokumentation. Führe eine saubere Tabelle für deine Investments und protokolliere Käufe und Verkäufe. Achte dabei auch ganz wichtig auf die Transaktionsgebühren. Es gibt häufig versteckte Kosten. Ich hoffe, die Tipps helfen dir, etwas strukturierter vorzugehen. So, die Tipps sind klar. Was ist jetzt mein konkretes Ziel? Mein Ziel ist es, finanziell frei zu sein. Das bedeutet, meine Fixkosten und meine Lebenskosten aus einem passiven Einkommen zu erhalten. Und dafür benötige ich eine gewisse Summe, um passives Einkommen zu erhalten. Beispielsweise sage ich, ich möchte Jahreseinkommen passiv haben, 40.000 Euro brutto, dann bräuchte ich bei einer 5%igen Rendite ca. 800.000 Euro im Portfolio. Das heißt, mein erstes Ziel ist es, mein investiertes Kapital erstmal auf diese ganze Summe zu vermehren. Um diese Phase überhaupt irgendwann jemals zu erreichen, konzentriere ich mich auf Projekte, die ich persönlich verstehe und welche aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch ein starkes Wachstumspotenzial haben könnten. Mein Anlagehorizont ist dementsprechend bis 2030 plus minus. Das heißt, kurzfristige Kursentwicklungen hin oder her, im Grunde interessiert mich eher das Langfristige. Ich möchte versuchen, die Technologie zu verstehen. Sie ist sehr neu und ich muss auch verstehen, dass die Entwicklung solcher Lösungen Zeit in Anspruch nehmen wird.
So, jetzt hattest du gerade die 8 Tipps, dann mein persönliches Ziel, dementsprechend jetzt mein Portfolio. Anhand dieses Kuchendiagramms siehst du, wie mein Portfolio aufgeteilt ist. Mit 2,6% halte ich zum aktuellen Stand hier ganz unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel Algorand, HBAR, IOTA, VeChain, ETH und XLM. Um den Fokus meiner Hauptinvestments nicht zu verlieren, investiere ich hier immer nur wieder sporadisch ganz kleine Summen. Dann habe ich, wie du hier siehst, 2,9% in XDC, 6,5% in Bitcoin, 11% in DAG, 12,9% in VXV und jeweils zu ungefähr gleichen Anteilen ungefähr 21,4% in XRP, OMI und Quant. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, sind alle bis auf Bitcoin Utility Tokens. Und bei dieser Entscheidung war für mich immer Folgendes wichtig. Passt das Team und traue ich es dem Team zu? Ist das Team qualifiziert? Dann ein weiteres Kriterium, allen voran Utility. Löst das Projekt ein richtiges Problem und revolutioniert vielleicht sogar gar einen neuen Markt? Hat der Token damit zu tun? Ein weiterer Punkt ist, dass nicht alle Projekte dieselben Ziele verfolgen. Also sprich, für mich war auch wichtig, Klumpenrisiko zu reduzieren und meine Projekte in unterschiedliche Sparten zu streuen. Und nicht nur diese verschiedenen Sparten waren für mich auch wichtig, sondern wenn ich überhaupt Wachstumspotenzial generieren möchte, muss ich lernen, zwischen Risiko, also Wachstumspotenzial, hohem Risiko, aber auch sehr starker Sicherheit zu streuen, wenn ich auch auf langfristigen Anlagehorizont bedacht bin. Sprich, Risikoverhältnis nicht nur in Small-Cap-Projekte investieren, sondern eben auch in sicherere Projekte. Bitcoin ist in diesem Fall mein Ruhepol, mein Sparplan. Wenn alle Stricke reißen, dann habe ich immer noch Geld fürs Pausenbrot. So, das war jetzt die komplette Übersicht über mein aktuelles Portfolio. Schreib mir doch gerne einen Kommentar, ob du alle Projekte bereits kennst oder vielleicht selbst sogar in eines dieser Projekte investiert bist. Unabhängig von diesen ganzen Investments, ich bin von Krypto total fasziniert. Ich liebe die Technologie, ich liebe mich darüber einzulesen und euch über diese ganzen Anwendungsfälle ganz verschiedener Projekte zu berichten. Auf meinem Kanal findest du dementsprechend zu all diesen genannten Coins ein extra Video, falls du mehr darüber erfahren möchtest. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Danke dir fürs Zuschauen und bis ganz bald.